Well, hello again, handsome. I've been waiting for you. I figured you'd show up early enough. Hat er irgendwas mit uns vor? I suppose the girl next to you is your client. She suits that uniform to a T. Hallo? Komm schon, wir sind gerade erst zur Tür rein und du hast sie bereits durchschaut. Okay, das ist hier der Barkeeper Bermotti. My name's Bermotti, sweetheart. I'm the owner and bartender of this fine establishment. Van and I have a very special relationship. Bitte keine Details, was ihr für eine spezielle Beziehung habt. Ich will es nicht wissen. Du hast einen Boyfriend? Wir kratzen nur einander den Rücken, mehr nicht. Es hilft dabei, dass er den besten Kaffee und die besten Cocktails in der Stadt zubereitet. Er ist auch ein erstklassiger Händler für Informationen. Und er hat sehr zwielichtige Kontakte. Ich verstehe. Mein Name ist Agnes Claudel. Es freut mich, dich kennenzulernen. Naja, wenn das mal nicht eine höfliche ist. Was für eine liebenswerte Kundin du doch mitbringst. Ich gehe mal davon aus, was auch immer dich hergeführt hat, hat mit Giacomo zu tun. Ja, genau. Die Gerüchte verbreiten sich schnell. Natürlich. Die Szene des Verbrechens war quasi in meinem Vorgarten. Ich mochte ihn nicht für jemanden, der ähnliche Geschäfte machte. Aber das hier hätte ich ihm niemals gewünscht. Auch wenn er sich das selbst eingebrockt haben, zu haben scheint. Wie meinst du das? Also hat er wirklich die Hand ins Feuer gesteckt? Ich schätze, es war wohl gestern Abend. Ja, gut geraten. Eine meiner Quellen sagte mir, dass er tipped off the police? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ach so, bestochen. Ja, er hat die Polizei bestochen. Und er sagte, eine kriminelle Vereinigung hatte einen riesigen Drogendeal vor. Das ist ja gar nicht gut. Ja, ist aber nicht so ungewöhnlich. Aber ich glaube, es war einfach ein falsches Gerücht. In der Tat. Die Polizei hat ein paar... Ach, Entschuldigung, er hat nicht die Polizei bestochen. Er hat der Polizei einen Tipp gegeben, dass angeblich eine Gang einen Drogendeal plant. Aber das war eine Falschinformation. Die Polizei hat zwar ein paar Leute verhaftet, aber es gab keine Beweise, dass überhaupt Drogen gehandelt wurden. Allerdings sah es so aus, als ob sie in einer Art Streit waren, aber sie konnten nicht sagen, was die andere Partei war. Diejenigen, die gefasst wurden, sagten sowas wie: Wer hat uns verraten? Sie hätten das doch niemals getan. Also muss es jemand von unseren Leuten gewesen sein. Nach all dem, was du gesagt hast, klingt es so, als ob diese Kriminellen und die anderen Leute schon eine Art von Handel absolvieren wollten, auch wenn es nichts mit Drogen zu tun hat. Und Giacomo hat der Polizei Bescheid gegeben,
dadurch Verwirrung ausgelöst. Nun. Ja, genau ein Schwarzer getroffen. Dann hat er diese Gelegenheit ausgenutzt und hat sich was vom Tatort da, nicht vom Tatort, aber von dem Treffpunkt geschnappt. Und letztendlich hat er den geendet mit einem Flugschein oder mit einem Fahrschein ohne Rückfahrkarte auf die andere Seite. Meine Gedanken gehen in die gleiche Richtung. Allerdings habe ich keine Ahnung, um was genau es bei diesem Handel hätte gehen können. Und wie er überhaupt davonkommen konnte, komplett unbeobachtet. Da muss ein Trick dahinter stecken. Du glaubst ja nicht, er hat einen Cypher benutzt, oder? Nein, von denen gibt es immer noch nicht so viele. Ich glaube, er hat das Vorgängermodell benutzt. Das passt besser zu seinen Zielen. Es gibt da einige von, die die Runde machen auf dem Schwarzmarkt. Ein Ramda, genau. Hier steht immer Ramda. In meiner Meinung nach ist es eher eine Lambda-Einheit. Also wenn ich die Übersetzung gemacht hätte, hätte ich es nicht Ramda genannt, sondern Lambda. Und deshalb werde ich es auch hier Lambda nennen. Die fünfte Generation der Augments aus Calvert. Ja. Wurde entwickelt von der Firma Wern und der Epstein Foundation. Wurde dann von der Polizei benutzt und von der Armee. Aber sobald dann die sechste Generation rauskam, wurde es sofort aussortiert. Das Cypher ist besser, natürlich, aber das Lambda war mindestens so gut wie die Arcus-Einheit aus Erebonia. Und es hat bemerkenswerte Tarnvorrichtungen. Also meinst du, er hat diese Tarnung benutzt, um etwas zu verstecken? Ja, nicht irgendwas, sondern irgendwen, nämlich sich selber. Diese Tarnvorrichtung lässt sich verschwinden wie durch Magie. Wie lange es hält, hängt aber vom Anwender ab. Und man löst trotzdem ja, Bewegungsmelder aus, also in Form von Kontaktplatten oder sowas. Aber wenn man so an einen Treffpunkt kommt, wo bereits Unordnung herrscht, und dann etwas klaut, das wäre doch ein Kinderspiel. Ja, das ergibt alles einen Sinn. Als wir in diesen Wartungsraum gestürmt sind, nachdem wir den Schrei hörten, fanden wir nur den Leichnam von Giacomo. Aber wir waren natürlich nicht die einzigen Menschen, die dort waren. Die Kriminellen, die ihm die Kehle durchgeschnitten haben, waren auch dort. Sie haben sich nur einfach an uns vorbeigeschlichen mit Hilfe der Tarnvorrichtung vom Lambda. Was das doch für furchtlose Kriminelle sind. Sicherlich nicht der Bodensatz der Kriminalität. Vielleicht haben wir es mit Jägern zu tun. Oder vielleicht sogar... Naja, wer auch immer sie sind, sie haben das wiedererlangt, nach was sie gesucht haben. Das heißt, du wirst wahrscheinlich keinen Erfolg dabei haben, sie weiter zu verfolgen. Oh, da wäre ich mir aber nicht so sicher. Ich wusste, er würde mich nicht warten lassen. Here are all the bases he used for the past few years, complete with security locks. Hier sind alles die Basen, die er nutzte in den letzten paar Jahren,
inklusive mit den Sicherheitslogs. Ja, dann sind wir jetzt quitt. Oh, and just to add, there's been no sign of any Jaeger Corps in the move as of yesterday. Well, be seeing you. Okay, keine Jägerkorps haben irgendwelche verdächtigen Sachen gemacht. Dann bin ich doch wieder in deiner Schuld. Worum ging's denn da gerade? Also Giacomo hatte verschiedene Verstecke. Das kann natürlich bedeuten, dass das, was er gestohlen hat, in einem dieser Verstecke ist. Aber wenn er sich nicht mit einer Jägerkorps überworfen hat... Ach, vergiss es. Ich kann gar nicht glauben, dass du dich an Dingo gewendet hast. Und direkt auch noch vor mir. Du weißt doch, ich würde für dich singen wie ein Kanarienvogel. Jeden Tag der Woche. Ja, sorry. Aber ich war nie so der zuverlässige Typ. Oder ja, ich habe nie sehr, sehr großen Glauben gehabt. War nie der Gläubige, ja. Nun, dann haben wir ja viele neue Informationen gesammelt. Ich bin nur überrascht, wie viele gute Beziehungen du doch hast. Ja, was soll ich sagen? Ich verbringe viel Zeit damit, um mir Gefallen zu erarbeiten, die ich dann einlösen kann, wenn ich sie brauche. You must have amassed quite a collection by now. Ja, da hast du sicherlich einiges angesammelt. Bracer? Oh. I'd heard you were a regular at this establishment. But I wasn't expecting to run into you just as it was opening. That makes two of us. First Renee, then you. Hell of a day for me. You've certainly spent a lot of it skulking around. Up to no good, I assume. War Van eventuell mal bei Brayson? Das steht noch nicht fest, dass sie Bracer ist, aber sie sieht so aus. Jedenfalls kennen die beiden sich. I imagine it was half your own fault that you got hauled off to the police station. Wish I could argue otherwise. Should have known it wouldn't take long for you to hear about what happened and come running. Of course. I've paid a visit to the scene of the crime as well. Okay. Als sie davon gehört hat, dass Van von der Polizei verhaftet wurde, hat sie sich auf den Weg gemacht. Sie hat sich auch den Tatort angeschaut. Giacomo was hardly a pleasant person, but he was a decent informant to use when work called for one. Und auch sie hat Giacomo schon mal als Informanten genutzt. I hope you know that the detectives at the station and that reporter are very displeased with you, by the way. Die Reporterin ist sauer. Und Nate auch. Your love of causing trouble for everyone and taking advantage of it to further your own goals has never been a bright spot for you. Don't got a clue what you're talking about. Damn, this is awkward. I can't believe it. Oh, Agnes kennt diese Frau wahrscheinlich. Ist sie Fan? Elaine Auclair. Forgive me. My name is Elaine. I'm sorry for interrupting your conversation. Oh, not at all. I think we have much to discuss, but we're also both busy, so that can wait for another time. Agnes ist total starstruck. Ja, wir haben viel zu besprechen, das muss auf einen anderen Zeitpunkt verschoben werden. Whoever can solve this case first, the CID, the police, the guild, wins the prize lying in wait. Und es ist interessant, wer jetzt das Rennen macht. Entweder Geheimdienst, Polizei oder die Gilde. Diese Organisation bekommt dann den Preis.
That also goes for our presumed suspects. I'm sure you know who I'm talking about. Be careful not to get too involved here, Van. I'm almost certain that the two people who killed Giacomo were from A. Tja. Also die Angestellten von A haben Giacomo wahrscheinlich getötet. Thinking the same. But I'll chalk myself up to owing you one for telling me. Du kennst sie? Was, du auch? Naja, sie taucht ja ab und zu mal in der Zeitung auf. Natürlich kenne ich sie. Sie ist total berühmt. Ich glaube, es gibt niemanden in Calvert, der das Gesicht von Elaine Eau Claire nicht kennt. Sie ist eine der jüngsten Bracer, die den A-Rang erreicht hat. Und... wie wird sie noch genannt? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern, aber es ist so ein bisschen wie Beauty's Blade. Elegant genug für jemanden, der die Schwertkampfkunst des alten Königreichs beherrscht. Steht ihr euch irgendwie nahe? Nein, sie ist einfach eine alte Freundin. Aber wir haben jetzt genug Zeit verschwendet. Wir haben das beinahe im Sack. Wir können noch weiter quatschen, während wir unterwegs sind. Um es kurz zu machen, ich glaube, Giacomo hat sich mit diesem Teil, nach dem du suchst, aus dem Staub gemacht. Wir wissen, dass es aus einem Antiquitätenladen gestohlen wurde vor einer Woche von einer Gang von Punks. Besagte Punks haben sich dann mit zwei anderen Leuten getroffen, um es abzuliefern, und dann gab es wahrscheinlich einen Streit um Geld. Dann kam plötzlich die Polizei an den Ort und Giacomo hat sich halt die Ware unter den Nagel gerissen mit seiner Lambda-Einheit. Aber dann haben ihn diese beiden aufgespürt am nächsten Tag. Sie warteten auf ihn und haben ihn dann überfallen, ihn ermordet, seine Lambda-Einheit gestohlen und diese benutzt, um zu entkommen. Lambdas sind wie andere Computer auch. Sie haben halt Apps, um Dinge zu speichern. Giacomo war immer von der vorsichtigen Sorte, deshalb bin ich sicher, dass seine Information nicht zu leicht zu entschlüsseln ist. Aber ich schätze, dass auf dieser Lambda-Einheit auch seine Verstecke notiert waren. Deshalb können die Täter das Gerät nutzen, um diese Verstecke aufzuspüren. Meinst du, die Mörder benutzen die Lambda-Einheit, um herauszufinden, welches Versteck das gestohlene Gut hat? Ja, höchstwahrscheinlich schon. Zum Glück haben wir Daten von, also ein Bewegungsprofil von ihm. Damit können wir die drei wahrscheinlichsten Orte identifizieren. Eins der Verstecke ist vor dem Tryon Tower im dritten Distrikt. Eins ist in der Nähe des Hauptbahnhofs im siebten Distrikt. Und dann ist da noch eins im 12. Distrikt, in der Nähe der Rennstrecke.
Welches von denen würdest du sagen, ist das zwielichtigste? Also die Rennstrecke ist ja super weit weg. Wenn er da jetzt in letzter Zeit war, muss es ja einen guten Grund gehabt haben. Aber vielleicht hat er sich einfach nur das Rennen angeschaut. Aber diese Rennstrecke sticht halt so ein bisschen raus, ne? Ich muss das beantworten. Nein. Rennstrecke und Tower können wir wohl ausschließen. Okay, warum ist der Bahnhof denn das Zwielichtigste? Bis gestern Abend waren beide voller Menschen wegen des Sommerfests und des Grand Prix. Ja, und der Hauptbahnhof ist nie voller Menschen, oder was? Oh, ich verstehe. Wenn da mehr Menschen sind, dann ist es natürlich, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand ihn sieht, während er sein Versteck betritt. Ganz genau. Das hätte er nicht gewollt. Aber hier, kurz vor dem Bahnhof, gibt es eine Tür in einer Gasse, die in den Untergrund führt. Ich schätze mal, dass Giacomo dort das versteckt hat. Das heißt, wir sollten dann also... The next stop will be in the cathedral in Edith's Feast District. Those traveling to the cathedral or Aramis Academy. Nicht wir. Du verlässt diesen Zug an den nächsten Halt. Was? Das ist der nächste Bahnhof neben deinem Wohnheim. Mach dir keine Sorgen. Am Ende des Tages habe ich den Fall gelöst und morgen bringe ich dir die Ware vorbei. Aber du hattest doch kein Problem damit, dass ich dir den Tag über geholfen habe. Ja, aber Tag ist Tag und Abend ist Abend. Die Zugehörigkeit von den Mördern von Giacomo, das hat alles verändert. Beziehst du dich damit auf diese Gruppe A? Ja, jeder ist wachsam wegen ihnen. Nicht nur die Bullen oder die Gilde, sondern ich rede auch von anderen organisierten Verbrechensgruppen. Und selbst Jägerkorps. Wenn wir es damit zu tun haben, kann ich nicht versprechen, dich sicher zu halten. Also wir machen das jetzt auf diese Art und Weise. Es tut mir leid. We are now arriving at the cathedral. The doors on the left side will open. Ich sehe sie gar nicht am Bahnsteig. Ist sie in den nächsten Waggon gestiegen? Ne, in denselben Waggon. I thought I told you to get off at the next stop. Ich hab dir doch gesagt, du sollst beim nächsten Halt raus. You'll have to forgive me for being selfish. Du musst mir meinen Egoismus verzeihen. But you have to understand just how much that memento means to me. It's something that connects me not just to my great-grandfather, but my mother and grandmother too. Das Erbstück bedeutet ihr halt sehr, sehr viel. Es ist eine Verbindung zu ihrem Urgroßvater, zu ihrer Großmutter und auch Mutter. And that's not the only reason I want to see this through now. Und es gibt noch weitere Gründe. A man is dead. I know you don't like the idea, but I feel like I have to be a part of this. Whatever may come to happen. I'll do everything I can to ensure my own safety. And I'll do everything you ask in the field. So please, won't you let me come with you? Ich mach doch alles, was du sagst. Darf ich bitte mit? Fine. You're the client. Ja, man kann Anis einfach nichts abschlagen.
I can see you at least know your way around that staff and arts. But you're gonna have to do everything to keep yourself safe. And if I give you an order, you follow it. If you fail to do that, I terminate our contract then and there. We clear? Absolutely. Thank you. We are now arriving at Edith Central Station. Those transferring to the Transcontinental Railroad. So, mittlerweile 7:15. Warte mal, es ist August. 18.44 Uhr im August und es ist finster hier. Wo ist die Sonne? Die Sonne scheint ja schnell untergegangen zu sein. Ja, im August. Obwohl, es ist Ende August, jetzt muss ich mal überlegen. Höchster Sonnenstand ist ungefähr 21. Juni, das heißt... Oder mittlerer Stand, dass die Sonne so gegen ca. 6 Uhr untergeht. Ist ein Monat später im September. Das kann gerade so hinkommen, doch im August ist es schon so, dass die Sonne ist ja nicht mehr bis abends um 9 auf oder so. Ja. Aber auch zu dieser Stunde, wo hier nichts Besonderes passiert, gibt es hier so viele Menschen. Naja, über den Bahnhof kommen ja die meisten Menschen in die Stadt. Und hier gibt es auch viele Geschäfte. Es gibt auch diesen tollen neuen Orbel Store, der auch noch als Café fungiert, der zieht auch viel Kundschaft an. Ja, den kenne ich. Echt lustig zu sehen, wie sich das Gebiet doch verändert hat, nur in ein paar Jahren. Diese großen Bildschirme hat es früher auch nicht gegeben. Ja, mit Staumeldung. Aber jetzt kann man sich ein Leben ohne die gar nicht mehr vorstellen. Die Stadt verändert sich so schnell, dass es einem ganz schwindelig wird. Ja, auf jeden Fall. A very good evening to you, Edith. It is now 6:45 p.m., which means it's time for today's evening news. President Gramhart held a press briefing at the presidential building in Vontai at 3 p.m. today. He discussed this year's ending of the reparations from Erebonia, and with it, the impact it will have on Calvert's future. It has been 2 years since the Erebonian Empire launched an unprovoked war of aggression against us. A vile act we were generous enough to forgive. Oh, das klingt aber nicht nach Friedenswünschen. Er sagt jetzt immer noch, dass er... dass Calvert halt angegriffen wurde von Erebonia, unprovoziert und so weiter. Was ja auch alles stimmt und so weiter, aber man muss das ja nicht... Wenn man zukünftig Frieden haben will, sollte man jetzt nicht auch noch Hass in der Bevölkerung anstacheln auf Erebonia. Weil dann wird die Feindschaft ja immer bestehen bleiben und so weiter. The price it paid in the form of reparations was steep, but every last mirror was, in my strong opinion, justified. I believe its actions, its atrocities, the past several centuries are behind it. I warmly welcome it back to the international community with open arms, promoting an era of peace between us, okay, even when it comes to Crossbell State. Okay, also er heißt doch Erebonia herzlich willkommen in der internationalen Gesellschaft und hofft auf eine Ära des Friedens. With reparations due to come to an end this year, some have raised concerns that an economic recession is on the horizon. Those fears are unfounded.
We have used these past 2 years to transform our economy, to bolster our capital, to better our technology. No nation has surpassed what we have accomplished because no nation can. We cannot take our supremacy for granted. Tja, also die 2 Jahre hat er sinnvoll genutzt, um die Wirtschaft umzubauen und so, um sich darauf vorzubereiten, jetzt keine Reparationszahlung mehr aus Erebonia zu bekommen. Und die Überlegenheit, auch die technologische Überlegenheit von Calvert, die ist nicht selbstverständlich. Die kommt, also nichts kommt von nichts. I have every intention of taking this power and using it to lead our great world as a whole to a more glorious, prosperous future. Na, wenn das nicht der Lieblingspräsident von allen ist. Man kann schon sagen, er hat abgeliefert. In dem ersten Jahr seiner Amtszeit hat das Bruttoinlandsprodukt das vom Kaiserreich übertroffen. Und dieses Jahr ist es nochmal besser geworden. Ja, das stimmt wohl. Er hat aber auch ein paar gefährliche Gesetze in Kraft gesetzt und nicht nur wirtschaftlich. Ja, verglichen mit dem letzten Präsidenten, Samuel Rocksmith, der war bodenständiger. Egal, ich wollte jetzt nicht über Politik sprechen. Ich möchte einfach keine Zeit verschwenden in feindlichem Territorium. Du hast hier einen Feind? Die Bracer-Gilde. Ja, die Bracer-Gilde. Ich hörte, sie haben eine Zweigstelle neben dem Bahnhof. Ja, vielleicht erwarten sie nicht, etwas zu hören, so nah an der, an ihrer Heimatbasis. Aber sie haben eine wachsame Crew. Also machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen das beschaffen, was du haben willst, bevor dieses Duo das bekommt, was Giacomo umgebracht hat. Ja, weißt du, wo denn der Eingang zu seiner Basis ist? Ja, direkt da drüben. Die Gasse dort, neben dem alten Kaufhaus, führt zu der Tür, nach der wir suchen. Also komm schon. Ja, Sir. Okay, ich kann jetzt hier keine Läden besuchen oder so, weil ja eben noch von diesem Sphero-Laden die Rede war, aber... Hey, Bruder. Schöner Abend. Findest du nicht auch? Der leichte Wind wird meine Sorgen wegwehen. Es ist nur ganz normal, dass man ausgehen will an einem Abend wie diesem. Ich kann euch da gerne irgendwo hinfahren, wenn ihr möchtet. Das ist ein ziemlich einzigartiges Taxi. Ja, das ist ein Höllenritt. Ich möchte es schon ausprobieren, ehrlich gesagt. Aber tut mir leid, Kumpel, heute muss ich passen. Wir wollen nur ums Eck. Ja, dann vergiss es. Mein Name ist Giordano. Kumpel, wenn du was brauchst, melde dich bei mir. Alrighty. Ach, ich bin so müde. Unheimlich viel Arbeit in letzter Zeit. Ich glaube, ich werde einfach ein Fertiggericht organisieren aus dem Kaufhaus. Okay, gib noch die beiden.
Das ist es? Ja. Diese Tür führt nicht zur Metro. Aber man kann sie immer noch auf dieselbe Art öffnen wie die andere. Hat Giacomo die Schlösser ausgetauscht so? Nicht er. Wir Leute, die hier so im Schatten agieren, die wissen das halt schon eine Weile lang. In der ganzen Stadt gibt es so Orte, die sich die Menschen zunutze machen. Der Geheimdienst kennt die natürlich auch. Aber sie unternehmen nichts dagegen. Aha, warum? Es tut mir leid, dass ich hier die ganze Zeit rede, während wir eigentlich weitergehen müssten. Ich bin bereit, was auch immer wir dort finden werden. Das ist gut, denn es gibt jetzt keinen Umkehren mehr. Stimmt irgendwas nicht? Nein, wir können rein. Habe ich mir das nur eingebildet? Ich habe da einen Duft wahrgenommen. Nein, ich habe keinen Duft wahrgenommen, also spielt es wohl keine Rolle. Oh, das ist hier sie von der Blesser-Gilde. His nose is as sharp as ever. Sie hat uns auch beobachtet, weil sie nicht wusste, wo das Objekt versteckt ist. Hat sie mal geschaut, ob Van das nicht rausfindet. Idios knows how this is going to end. But it better be with my classmates safe, Spriggan. Ach nee, Entschuldigung. Sie ist ja gar nicht die von der... die Bracerin. Wer bist du? Du bist auch auf der Schule. Agnes ist deine Klassenkameradin. Ist das hier ein Relikt aus dem Mittelalter? Ja, vielleicht sogar aus dem dunklen Zeitalter. Idis kann zwar nicht mit der, historisch gesehen, mit der alten Hauptstadt mithalten, aber das geht mindestens bis ins Mittelalter zurück. Diese ganzen Metros und Kanalisationen, die wir gebaut haben. Die ganze Unterwelt hier ist eine ziemliche Unordnung. Ja. Es ist aber schon logisch, dass es einen Ort wie diesen gibt, wenn man nur lang noch drüber nachdenkt. Mist. Oh Gott, es gibt Geister hier. Ein Monster. Ein Spirit. Die habe ich natürlich noch nie in der Hauptstadt gesehen. Was geht denn hier ab? Bist du sicher, dass du nicht umkehren willst und außerhalb des Bahnhofs warten willst? Im Café vielleicht? Nein, es geht mir gut. Ich habe das Gefühl, mein Stab und meine Kampfkünste werden hocheffektiv sein gegen Feinde wie diesen. Also wenn überhaupt, bin ich erleichtert, dass ich mitgekommen bin. Ha. Na gut, dann packen wir es an. Ich unterstütze dich. Lass die Sau raus. Ja, das mache ich. Ach ja, ich will dir nochmal das geben, nur für den Fall der Fälle. Evade 1 und Mind 1 als Quarze. Das sind Xifab-Quarze, oder? Ja. Die packst du einfach in deine Slots, in deinem Xifa, und dann kannst du unterschiedliche Shards nutzen. Probier es aus.
das kriegst du dann schneller hin, als wenn ich dir das jetzt lang und breit erkläre. Ja, dann mache ich das mal. Also, ich muss ins Augment-Menü, Quarz-Tab. Ja. Okay, das ist Augment-Menü. Uncovering Shard Skills. Ja, wenn wir die Quarze einsetzen, können wir allerlei Skills ja, aktivieren. Jede Linie, also jede Zeile, hat unterschiedliche Shard Skills. Und der Attributswert für eine Zeile ändert sich durch die Quarze, die man da einsetzt. Und wenn man dann eine bestimmte Anzahl von Attributspunkten schafft, dann hat man einen neuen Skill freigeschaltet. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier zwar 15 Slots, aber wir können die nicht einfach so frei besetzen. Wir müssen schon drauf, können sie natürlich frei besetzen, aber wir müssen darauf achten, dass wir möglichst auch dadurch Sachen freischalten. Wenn man einen Quarz einsetzt in einen Attribut-Locked-Slot, dann bringen sie doppelten Punktwert. Nun. Evade. Sie soll das ja bekommen, also. Switching to maintenance mode. So, sie hat in der Waffe einen Slot frei. Mir ist noch nicht ganz klar, was ich da jetzt tue. Element Value S mal 2. Wenn ich da jetzt draufklicke, der ist nicht geöffnet, können wir nicht machen. Und bei X? Wenn ich jetzt Evade hier reinpacke. Ah, ich verstehe. Da steht es. Bei EX, da könnte ich jetzt den Skill freischalten Gifted Start, aber ich brauche dafür 4 Windpunkte. Und für Legbreaker brauche ich 4 Windpunkte und 4 Time-Punkte. Ah, okay. Ich verstehe. Wir können unglaublich viele verschiedene Skills freischalten, je nachdem, welche Attribute wir anzeigen, also nicht nur die beiden. Jetzt werden uns nur die Sachen für Wind angezeigt. Jetzt werden uns nur die Sachen für Mind angezeigt, für Mirage angezeigt. Treasure Hunter. Ja, das machen wir schon mal. Dann kriegen wir die Schatzkisten angezeigt und hier oben. Da jetzt Wind reinpacke, haben wir Gale Impact. Dann machen ihre normalen Angriffe auch mehr Windschaden. Okay. Wenn ich jetzt stattdessen das bei Van machen würde. Wenn ich da das reinpacke, das ist auch Gifted Star, das ist auch meint. Okay, das ist das Gleiche. Gut, und Van hat ja bei Attack bereits den Feuer drin und der hat den Flare Impact. Genau, er macht dann halt Feuer Damage mit seinen normalen Schlägen. Switching und Agnes macht jetzt Wind Damage damit und hat eben 4% Evasion Chance nochmal dazu bekommen. 1% hatte sie sowieso schon. Jetzt muss ich nochmal gucken. Da würde sie... Ich verstehe. Bei Attack bekommt sie halt 6 Stärkepunkte dazu. Dadurch steigt auch ihre Angriffskraft. Bei Defense bekommt sie halt Defense dazu, logisch. Bei Action würde sie Speed dazu bekommen. Und bei Evade bekommt sie halt Evasion dazu. Ja. New Shard Skill added. Sehr schön.
So, und ich vermute, mit was, wo es die doppelten Punkte gibt, wenn ich jetzt hier so einen blauen reinpacken würde, dann gibt es irgendwie doppelte Punkte oder so. Das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, als mir eben erklärt wurde. Modifying your ornament, are you? Sehen, Shield hat er. Wo? Also, hat sie Shield gehabt? Ja. Ne, okay, prima. So, jetzt sind wir bereit weiterzugehen. Ja, also. Warte mal, das fühlt sich an wie. Die höheren Elemente sind hier aktiv. Nein, wer hätte das gedacht? Was zur Hölle? Wie meinst du das? Ich bin sicher, du kriegst das raus anhand der Kämpfe, die wir bislang hatten, aber. Monster sind normalerweise nur schwach gegenüber den vier Grundelementen. Feuer, Wasser, Erde und Wind. Aber ab und zu mal findet man einen Ort, wo sie eventuell auch schwach oder resistent sind gegen die höheren Elemente. Nämlich Zeit, Raum und Illusion. Und du willst damit sagen, das hier ist so ein Ort? Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Wie dem auch sei, wir werden es schon bald rausfinden. Ja, wir sollen uns die Schwächen des Feindes angucken. Okay, wir haben einige Truhen, oder? Jetzt gibt ja was hier. Und Vasen. Bah, die haben sich angeschlichen. Es sind viele. Ja, aber gerade in Zeiten wie diesen leuchten die Shards am hellsten. Zeit, dir beizubringen, wie man SCLMs nutzt. Sklumps! Was ist denn das? Das wirst du schon noch sehen. Im Kampf erkläre ich dir die Grundlagen. SCLMs werden aktiviert, indem man ja das Partymitglied berührt. Also indem sie die Schadensfelder berühren. Und wenn das so ist, dann kriegen wir einen Follow-up-Attack, okay. Ich kann aber auch die Stunts löschen, ja. Wenn man eine Craft nutzt oder Art, während SLM aktiv ist, wird sich die Kraft des Partners steigern. Okay. Naja. Aber wir müssen uns halt berühren. Coin Bullets. Da kann ich zwei erwischen. Versuchen wir mal. Hat sie jetzt was gemacht? Irgendwie nicht. Certain arts will be more effective. Going all in. So. Certain arts will be more effective. Loading enemy stats. Also gegen Space. Certain arts will be more effective. Empfindlichsten. Das wäre der Saint Arrow. Certain arts will be more effective. All you want, yes. I'll take you on.
Certain arts will be more effective. Boah, diese Stimme, kann ich die wieder ausstellen? Certain arts will be more effective. Das kostet immer 90 EP. Warum hat sie wieder volle EP? Certain arts will be more effective. My move now. So, das will ich nochmal sehen, wenn ich einen normalen Angriff mache. Wieso kann ich das Ziel nicht wechseln? Also. Ich will wissen, ob sie dann auch mit zuschlägt. Ja. All you on, yes. Moment, und jetzt hat sie dafür den Zauber abgebrochen? Dann warum hat er wieder volle Hitpoints? Was? Ich verstehe nicht. Hat der hinten war angeschlagen. Activating Drive. Bring it on. Das will ich wissen, ob sie wieder den Zauber abbricht, wenn ich jetzt so einen Stunt Slash mache. Nee, macht sie nicht, okay. Certain arts will be more effective. Pull out all the stops. Ich überlege gerade, weil der eine fast platt ist. Certain arts will be more effective. Activating drive. This'll hurt. Eigentlich richtig eher so. Take that. There. Here goes. There, there. You'll pay for that. Gute Arbeit, du kannst gut mithalten. Das ist also die Kraft vom SCLM. Ich habe niemals verstanden, warum Leute so klar handeln konnten. Ja, es ist so ein bisschen wie das Combat Link System aus der 5. Generation der Arcus-Einheiten aus Erebonia. Aber die Arcus-Einheiten wurden halt nicht großartig verwendet außerhalb des Kaiserreichs. Aber trotzdem wurden Combat Links hauptsächlich entwickelt für Zweimann-Teams. Während SCLMs es leichter machen, den Partner zu wechseln. Das macht es zu einer entscheidenden Schlagkraft von größeren Gruppen. Charts sind wirklich fantastisch, oder? Ich hätte nicht geglaubt, dass sie so vielseitig einsetzbar sind. Ja, ich bin kein Experte, was sie angeht, aber ich habe auch noch viel zu lernen. Aber ich kann dir sagen, dass auch standardmäßig der Xypher schon ein großes Potenzial hat. Scheint so, als ob du richtig lagst, was deinen Sphero-Stab betrifft, dass der sehr gut gegen Geister funktioniert. Ja, ich bin froh, dass sich das als wahr herausgestellt hat. Je mehr wir machen, umso selbstbewusster werde ich, dass ich kämpfen kann.
Ich schätze, wir werden unsere SCLMs mehr nutzen müssen, wenn wir weiter hier reingehen. Also glaube ich, es wäre auch für mich ganz gut, ein bisschen näher an die Frontlinie zu kommen. Was hältst du davon? Ja, mit ein klein bisschen näher bin ich einverstanden. Ich will aber trotzdem nicht, dass du vor mir gehst. Das kann ich akzeptieren. So, Partylieder können wir jetzt wechseln. Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit ihr jetzt hier. Achso, weil sie die Geister. Suggesting magic attacks. Activating shards. Okay, das sind diese AT-Bonus. Ja, das sind AT-Boni. Das ist halt in der Time-Leiste da oben. Da kriegen wir mal einen Vorteil. Die kenne ich ja noch. Oh, diesmal gibt es auch Secret. Dass man es erst weiß, wenn man drankommt. Ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Warte mal, steht ihr jetzt eigentlich zusammen? Ich kann das einfach nicht sehen. Also genau. So könnt ihr zusammenstehen, weil du sollst jetzt auch mal mit gemeinschaftlich angreifen. Certain arts will be more effective. Activating skill. Add some more. Ah, sehr schön. Obwohl er macht. Follow-up, wenig Schaden gegen Geister. This'll hurt. So, eben sehen. Ich will ja von der Seite angreifen und trotzdem ein SCLM machen. Was nicht so einfach geht. Nee, dann lassen wir das. Schlag einfach zu. Oh, er hat Zero Arts jetzt gerade. Triple SCM. SCLM. All you on, yes. Let's keep moving ahead. Suggesting magic attacks. Commencing battle. Well then, away we go. So, ich soll doch mal heilen, ne? No hostile targets found. Achso, Quadrat war es gar nicht. Ich musste erst. Menü, dann Quadrat. Dann hier. Oh. Suggesting magic attacks. Commencing battle. Charge attack available. Let's keep moving ahead. I'm on it. Arts attacks advised. I'm on it. There. Don't forget about your charge attack. Take this. Ich habe keinen Charge Attack, was erzählst du mir denn da? Ich kann das nicht. Okay. Jetzt haben wir uns den Kampfvorteil erarbeitet. Alles klar, wir haben einen Crit-Angriff, wie es aussieht.
sucker! You'll pay for that. There we go! All you on yet? Activating skill. Have some more! Well then, away we go. Huh, looks like a chest. Okay, Marble Ring, Arzt plus 5 und negativer Zustand stumm wird um 75% abgewehrt. Nochmal dahin. Equip. Marble Ring. Das sind immer Werte, ne? Hier, jetzt, ein Arztwert von 87 und nicht von 3500. Wie im letzten Spiel, wo die Charaktere so auf Level 200 zugingen. Okay, aber ich würde sagen, ich muss jetzt für heute erstmal Schluss machen. Beim nächsten Mal machen wir den Rest von hier und schauen mal, was uns da am Ende erwartet. Vielleicht so der erste Bosskampf vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Also bis dann, mach's gut. Tschüss.